2 komplette Tage lang volle Tischtennis-Action in Berlin. Am Wochenende zog es wieder zahlreiche Berlinerinnen und Berliner in die Sporthalle an der Paul-Heise-Straße zu den Berliner Einzelmeisterschaften im Tischtennis. Gespielt wurde um den Jutta-Trapp-Pokal und den Erwin-Müller-Gedächtnispreis, benannt nach 2 Berliner Größen im Tischtennis. Erwin Müller als ehemaliger Präsident des Berliner Tischtennisverbandes und Jutta Trapp, die einst Europameisterin mit der Mannschaft wurde. Grundsätzlich konnte aber erstmal jeder an den Berliner Meisterschaften teilnehmen. Niemand will qualifizieren. Ganz Berlin darf nur mitspielen. Das ist das Besondere, dass hier sich Freunde einmal im Jahr treffen und neben dem Tischtennisspielen einfach quatschen und sich austauschen. Im Einzel bei den Damen holte sich Katrin Mühlbach vom TTC Berlin Eastside den Titel. Die erstgesetzte Favoritin sicherte sich den Sieg sogar ohne Satzverlust. Im Finale schlug sie Titelverteidigerin Sina Henning. Als nächstes stehen für die gebürtige Dresdnerin die norddeutschen Meisterschaften an. Auch hier will sie vor allem eines angreifen. Ja, da will ich natürlich auch gewinnen, damit ich die deutschen Meisterschaften spielen kann. Die sind dann in Chemnitz und das ist für mich auch ein bisschen Heimvorteil, weil ich komme aus Sachsen und ich wohne in Dresden. Das ist dann nicht so weit und das ist das nächste Ziel, dass ich dort dabei sein kann. Bei den Herren war das Rennen deutlich enger. Nachdem Titelverteidiger Daniel Bartels sowie Sebastian Stürzbecher ausgeschieden waren, setzte sich am Ende der ehemalige norddeutsche Meister Hartmut Lohse im Finale gegen Sebastian Borchert durch. Viel schwieriger geht es eigentlich kaum noch gegen Mannschaftskollegen, der natürlich genau weiß, wie ich spiele und man kennt sich irgendwie ganz gut. Und letztes Spiel war auch nochmal nach 3-0 eigentlich schon unter sicheren Tüchern und jetzt aber am Ende doch noch knapper, als man dann erhofft oder so. Neben den Einzelwettbewerben wurden aber auch die Wettkämpfe im Doppel bei den Herren und Damen sowie im Mixed ausgetragen. Bei den Damen siegten Sarah Diko und Belana Gavolek von den Füchsen Berlin. Bei den Herren holten sich Emil Hu und Hartmut Lohse den Titel. Den Mixed-Wettbewerb entschieden Sina Henning und Diego Hinz für sich. Bereits in 3 Wochen stehen die norddeutschen Meisterschaften an und dann wird sich wirklich zeigen, wer in die Fußstapfen der Legenden Trapp und Müller treten wird. Also, wir haben starke Spieler, bei uns geht es nach oben, Hertha wird in die zweite Bundesliga aufsteigen, vielleicht kommt da noch jemand nach Berlin. Es wird spannend. Wer sich jetzt auch noch etwas Tischtennis geben möchte, der hat Glück, denn die norddeutschen Meisterschaften finden dieses Jahr in Berlin in Köpenick statt und dann geht die Tischtennis-Action weiter.